Dieser Kante hat man keine Chance runterzukommen, oder? Vielleicht hier? Hier könnte gehen. So. Jetzt müssen wir da noch einen reinstecken. Und dann können wir hier drucken. Ein großes Lager. Macht das schon. So, jetzt mal hier das Lager. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir da reinpacken. Ne? Das ist dann das, was uns jetzt noch fehlt. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir Argon. Ist da genug Argon drin? Ne? Der ist voll. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ne? Der macht doch schon wieder neun, oder? Oder muss ich noch einen neuen machen? Wahrscheinlich muss ich noch einen neuen machen, ne? Ja, oder? Nee. Ach so. Okay, wir hatten den schon an und der lief schon und den habe ich jetzt abgebrochen. Okay, alles klar. Ist der Strom gerade auch irgendwie knapp, oder? Da müssen wir noch was tun, dass der Strom nicht so knapp ist. Haben wir hier irgendwo was, wo wir mit Strom arbeiten können? Nein, ne? Ist das noch was? Schutt. Schutt. Schutt, alles Schutt. Haben wir hier noch was Schickes? Okay, die schießen und ich weiß noch nicht, wo sie runterkommen. Okay, die explodieren da tatsächlich auch noch. Ist also nicht so nett. Die explodieren tatsächlich da, wo ich bin. Krasses Zeug. Kann ich hier was noch mitnehmen in irgendeiner Form? Das ist ja so eine Station, die voll funktionstüchtig ist, ne? Und da ist aber nichts mehr, ne? Okay, dann geht das nicht. Eisenrohrstoff, ja. Oh, da geht auch noch was. Und da ist auch noch was. Und unser Sauerstoff ist gleich alle. Wir müssten jetzt gucken, dass wir hier noch was windtechnisch vielleicht bauen, ne? Haben wir hier nicht auch sowas? Mittelgroße Solarpanel. Ne, mittelgroße Plattform. Ich brauche, hätte gern ein Windrad gehabt. Da unten war doch noch ein Buggy. Geht der oder geht er nicht? Das ist die Frage. Aber ich müsste hier mir eine Rampe, glaube ich, bauen. Ich glaube, da kommen wir schon mal hin. Das ist Schutt. Das ist kein Schutt. Ist noch mal so eine Station, ne? Ist die heiler? Die ist sogar heiler. Sauerstoff. Wir sind sofort zurück. Ja, mach mal keinen Stress da, brauchst ja keine Panik schieben, wir sind doch schon da. Hast noch nicht einmal Atemnot gehabt. Kann es sein, dass ich hier durch kann? Ja, super, ha? So, was haben wir hier? Nix, ne? Das ist nur Schrott, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Das ist ein kaputter Kanister. Hier ist noch eine Station. Und wir können, glaube ich, zurück, weil wir keine Luft mehr haben. Okay. Ja, da war jetzt nichts bei. Bei dem Schrott, der hier rumliegt, ne? Hier konnte man durchlaufen. So, wir sind dann wieder auf Strecke.
Und ja, können wir eigentlich wieder auf die Karte gehen, ne? Und fahren einfach hier mal los. Fährt er? Jetzt fährt er. Aber wir nehmen hier das Waldgebiet und den See auf jeden Fall mit. Und da ist noch Malino. Ziemlich weit weg, aber ich glaube, das sollten wir gleich mal, wenn wir hier beim See sind, auch glaube machen. Hier ist eigentlich direkt auch eine Stadt, ne? Das ist doch hier auf Hoa Venoa, oder? Die sind doch alle mit guter Moral, bis auf er hier, der ist ein bisschen niedriger. Ach, das wird auch, ne, überbewertet. Ja, aber wir müssen jetzt einen Trupp machen. Also ich denke mal, schick mal welche zum See. Trupp Nummer 1, keine arbeitseffizient. Rücksichtslos, monarchistisch, intelligent. Jäger, das heißt, der muss mit. Er nimmt den Revolver mit, weil das andere brauchen wir nicht. So, und wie werde ich den jetzt los? Das ist. Da oben ist ein X. Ich dachte, das wäre irgendwas mit Waffen. Wow, geil. So, die beiden sind schon mal klar. Einsatz nicht möglich. Wieso? Ah, einer fehlt noch. Schwach. Hier so ein Jäger hatten wir gerade. Das wäre ja dann geil, wenn wir noch einen Jäger hätten, ne? Da kannst du den schon momentan wohl nehmen. Oder ihn hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der See eine verlassene Siedlung in dem Sinne ist, aber weißt du was? Nimm den mit und ist gut. Bestätigen. Und einsetzen. Gut, kriege ich noch einen zweiten Trupp zusammen für das Waldgebiet. Haben sowieso noch die zwei. Und was mit ihm hier fürsorglich? Monarchistisch. Verantwortungslos. Komm, wir nehmen den noch dazu. Okay, der hat eine andere Aktivität. Dann nehmen wir den dazu. Der hat auch eine andere Aktivität. Ja, tollpatschig. Dann ist er halt tollpatschig. Bestätigen. Kann ich hier runter scrollen? Da ist der Trupp. Einsetzen. Gut. Rein theoretisch kann die Lokomotive weiterfahren. Ja, kann sie. Dann lass sie ein Stück weiterfahren. Ach so, ich muss denen sagen, die sollen Holz hacken, ne? Okay, weiter. 90 Holz dazu. Okay, das heißt, ich muss das gleiche hier auch wahrscheinlich machen. Angeln, draufklicken. Na super. Zeit ist pausiert, dann machen wir weiter. Und die brauchen jetzt hier fürs Angeln noch eine Zeit, ne? Mal schneller. Wer hat sich jetzt hier verletzt? Müde Soldaten. Ist bestimmt der eine, der da müde war, ne? So, der Trupp ist zurück. Hier, er war schwach, der ist bestimmt müde gewesen, ne? Die kümmern sich schon. So, wie weit sind die Angler? Fische. Siebenundzwanzig Fleisch, das ist schon mal was zu essen, haben wir mehr gekriegt. Ich glaube, wir fahren mal weiter hier nach. Zwei verletzte Soldaten. Kriegt ihr denn wieder fit? Jetzt kann ich hier irgendwas machen bei dem, ne? Freischalten. Entweder MG-Schütze oder Gewehrschütze. Was ist er denn? Und auch abreißen.
So, und wie groß ist das Wandrad, was da ist? Das ist ein kleines. Vielleicht kriegen wir das. Was steht hier? Zahnradwerkstatt, okay. Ja, das müssten wir jetzt hier nochmal umstrukturieren, wenn, ne? Kriege ich das hin? Das ist die Frage. Also das Teil müsste ich auch abreißen. Weil da muss ich einen anderen Antrieb hinmachen. So einen nämlich. Ich glaube, das müssen wir alles ganz anders organisieren hier dann. Nee, Wege war schon richtig und wir wollten hier das Ding machen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Es ist meines Erachtens nicht zu weit weg vom Distrikt. Wie kriegen wir das? Ach so, weil da keine Leiter runter ist, könnte sein, dass es deswegen nicht geht, oder? Dann bauen wir die doch da mal hin. So, die Dürre läuft ja schon eine Weile, ne? Guck mal, da sind 2, 4, 5 Tanks hier voll. Da sind auch 5 voll und da sind 4 voll. Okay, die sind nicht fertig geworden, aber ach, guck mal, hier ist auch noch einer mehr. Sieht erstmal gut aus. Ah, guck mal hier und hier. Kartoffeln, die wachsen. Sehr schön. Und dann müsste das Kartoffellagerhaus natürlich auch mal bauen. Halt, stopp, da ist bestimmt nicht gesagt, doch, haben wir. Funktioniert auch. Gut. Hier wurde gerade geduscht. Das ist sehr schön. Ist hier die andere Dusche fertig? Nö. Hier ist jetzt auch kein Wasser mehr. Aber wir haben hier erst noch reichlich, glaube ich. Hier ist trocken. Wenn hier doch trocken ist, warum ist wohl, wo ist es weggelaufen? Dann hätte das nicht auf sein dürfen, oder wie? Okay, das läuft irgendwo dahin dann ab. Das ist die hohe Ebene und dann geht es hier irgendwo runter wahrscheinlich und dadurch fließt es hier weg, das Wasser. Das heißt, man müsste da den Staudamm bauen, so dass man ihn dann auch nutzen kann, ne? Warte mal, da machen wir einen Damm hin. Und da machen wir dann eine Schleuse hin. Oh, was hier? Karotte wächst noch an und hier Sonnenblume. Haben wir alles, was wir haben wollten, ne? Die Tanks sind alle voll, ne? Also die Dürre ist jetzt zur Hälfte gleich weg und ah, hier ist ein Fass gekommen, aber erst, ne? Das ist ja neu. Der holt jetzt schon Wasser und bringt es da rein. Sehr cool. Wir können natürlich jetzt hier nichts produzieren, weil das nicht funktioniert. Aber dafür haben wir ja hier unten das Windrad, was sich dreht und wir haben hier eine Produktion. Und die werden wir hier irgendwie noch hochstufen müssen, dass es das hier auch klappt. Also hier können wir definitiv dann nochmal um die Ecke bauen. Und da auch. Und das Windrad. Da können wir da lassen, weil wir können hier um die Ecke rum. Dann lass uns den Weg gleich neu anlegen, damit wir das wissen, wie wir das machen wollten. Die kommen dann dahin und den Weg können wir dort abreißen. Das Gebäude abreißen. Ja. Gut, und dann brauchen wir hier wieder Zahnräder, die nicht so funktionieren, sondern so funktionieren. So. So und so. Und hier machen wir gleich ein T-Stück hin, weil
Wer weiß, ob wir da noch mal irgendwo weiterhin müssen. Das machen wir drauf, dann machen wir noch einen. Und dann nehmen wir hier die 12. Machen wir auch 4 drauf. So, fünftes Menü geht noch. Da können wir hier noch was updaten, das machen wir. Haben wir geupdatet. Jetzt können wir dann auch 3 Stück auf der Liste machen. Das sollte auch reichen, mehr machen wir nicht. Vielleicht hier noch ein spezielles. Komm, diesen hier. Den hatten wir, glaube ich, veredelt. Setzen wir einen drauf und beenden. So, was ist mit Forschung? Das ist jetzt ausgewählt. Gekochter Gelbrückenfüßhilie. Eine Flamme des Handwerkers wird für die Forschung neuer Speisen verwendet. Eine Flamme des Handwerkers. Ja, ich weiß nicht, ich habe 3 Werte, muss 3 dafür ausgeben und 16 habe ich. Machen wir doch mal. Forschung wurde abgeschlossen. Oh, da gibt es 75 Lecker. So, und dann haben wir noch weitere Sachen hier, aber gewürztes Cayenne, Agar-Agar, Tokoroto. Ja, auch noch mal 3, ne? Ja, komm, zack. 2 machen wir. So, und dann sollen wir es beenden. Das war vorher schon Personal. Können wir noch wen machen? Nö, wohl nicht, oder? Nö. Beenden. Dann Interieur. Können wir da noch was verbessern? Die sind neu. Tatsächlich finde ich die schicker. Kaufen wir mal. Wir haben hier unten alles fertig. Im Prinzip könnte man das jetzt öffnen, ne? Open. Okay, das müssen wir wahrscheinlich machen, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir können hier mal abräumen und sie sollen mal weiter bedienen da, oder? Okay. Wir machen hier mal gerade Wasabi. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Weh. Ja, das wird jetzt knapp, ne? Ich glaube, wir brauchen noch eine Küchenhilfe, ne? Heute bereits Feierabend. 12 Likes, gesamt 23. 4 für die Forschung. 4,7 Sterne, gut. Der Verkaufsschlager war der Fisch hier. Ein Stück gegrillter Hahn, okay. Was haben wir hier jetzt? Heute war das. Verkäufer, Ausgaben. Okay, wir haben auf jeden Fall Plus wohl gemacht, ne? Aber hier steht Minus. Ja, gegenüber den Vortagen wahrscheinlich. So, neuer Tag, neues Glück. Und da kommt wieder ein Boot. Guten Morgen. Leider konnte das Symposium nicht vorbeikommen. Hast du mit Koba gesprochen? Oh, da fällt mir ein, ich habe Materialienbeschaff, da Koba mit gestern gesagt hat, dass er eine Drohne bauen will. Oh, ein bisschen spät dran, was? Da haben wir die Drohne gut reparieren können. Ich habe auch ein paar Vorräte besorgt. Hier die Bomben, die du haben wolltest. Außerdem, oh danke, Dr. Bacon, werden diese hier genügen. Ordnung, kehren wir zu den Felsenhaufen zurück. Oh, warte. Ich bin noch nicht fertig. Ich fange heute an. Der Koba-Shop ist offiziell eröffnet. Was ist das? Ah, die Lieferung wurde unterbrochen mit einer funktionierenden Drohne. Kann ich 3 Arten von Objekten an einem Tag transportieren? Sprich mich an und wähle den Cobra-Shop aus, um meine Liste zu sehen, die sich jeden Tag verändert. Ich kaufe auch ein paar Sachen auf, die du nicht brauchst. Schau dir einfach den Weiterverkaufen an. Ich habe so ein Gefühl, dass du hohe Preise verlangen wirst, aber es ist schön, sich vorbereiten zu können. Ah, ich verlange keine hohen Preise, nur weil ich das einzige Geschäft hier also habe ich keine Angst, öfter vorbeizuschauen. Ich habe das Gefühl, dass dir irgendeine Geschäftstaktik rausgerutscht ist.
Jedenfalls ist an der Zeit, zum Felshaufen zurückzukehren, wo das Signal des Volkes aufgedeckt wurde. Stuhllager haben wir. Weiß ich gar nicht hier. In diesem. Warte, wir hatten zwei Lagerhäuser, glaube. Und das hier, ja. Fleisch, hier ist das Lagerholz. Kisten 1 von 6. 1 von 6. Wie viele Kisten haben wir denn hier insgesamt? Da, 6 von 6. Das heißt, das ist auch schon voll. 1, 2. Ah, das Fleisch hat mehrere Kisten. Da ist aber nichts drin. Das heißt, lass uns da eine wegnehmen und da eine hinzufügen. Und der Markt kriegt keine Stühle. Ah, hier sind jetzt 7 Stühle dran in der Forschung, die wir auch unbedingt brauchen, ne? Jetzt macht hier keiner mehr Holz, weil das Holz abgeholzt ist. Aber hier liegt ja noch was, oder? Ja. Aber das Lager ist voll. Ja, hier wollte ich hin. So, jetzt können die nochmal einlagern da. Und das ist auch so Butz wieder voll. Ah. Das zweite Lager war. Hier, wie viele Kisten sind denn hier benutzt? Oh, hier sind mehr Kisten drin. Dann gibt es hier halt noch ein Holzlager. Wo ist das Holz da? Oh, dann können die das da auch noch reinbringen. Ah, hier wird der Marktstand schon gebaut. Der erste ist vielleicht schon fertig. Es ist alles da, dass der Markt fertig wird. Sehr gut. Okay. Hier fehlt es jetzt nur noch an Stühlen. Die sind auch am Produzieren, ja. Da war gerade einer zu sehen. Das ist schon mal gut. Oh, die Farm ist fertig. Und sind schon Auerochsen drinne? Ja, es wird jetzt auch Fleisch produziert. Das ist das nächste Problem jetzt. Oh. Lager, wo bist du? So, auf dem Markt geht's richtig ab jetzt, denke ich mal, ne? Tja, beim Händler müssen wir noch mal gucken, wie das geht, ne? Okay, da kann ich es hochsetzen mit Händler hier vom Beruf her. Automatisch einstellen? Nee, das will ich nicht. Belastung 94%. Ja, Qualität ist 50. Hier sehe ich gerade aber nicht, was das mir bringt. Okay, wir haben jetzt einen Marktstand und das ist auch alles, ne? Restaurants haben wir nicht. Essenstände sind 54, ist gerade runtergegangen auf 52. Ja, machen wir gerade auf 1 hier oben. Arzt wollen sie hier unten auch schon haben. Märkte haben wir jetzt hier, 19%. Barbiere fehlt auch noch. Badehäuser, Gasthäuser, große Arenen, Kampfgruben. So größer der Balken, umso mehr wollen sie davon haben, ne? Na, das Gasthaus können wir uns aber noch nicht mal gerade eben leisten, wahrscheinlich. Da gehört ja einiges mehr zu, das zu haben, ne? Zugang. Die Bevölkerung. Wofür sind die großen Balken? Zuwanderung gewesen. Das hier ist auf jeden Fall wichtig, dass das hoch ist. Ich glaube, wenn es nicht unter Dach ist, zerfällt das doch, oder wie war das, ne? Jetzt sollten wir noch ein Lager bauen, ey. Jetzt wir haben hier ein Lager und wir haben da ein Lager. Diese 6 Kisten sind schon voll. Ich glaube, wir bauen noch mal ein Lager. Können auch noch mal durchgucken insgesamt. Bäckerei, Lehmgrube, Steinkohlebergwerk, Erzmine, Steinmine. Aquakultur, ja, Fischerei haben wir nicht. Ist auch wahrscheinlich zu weit weg. Die Auerochsenweide haben wir jetzt. Es stellt sich gerade die Frage, wie wird das weiterverarbeitet, das Fleisch, ne?
Linksklick zum Öffnen der Ressource. Ja, es sieht ja schon mal hier so aus, als ob das besser wird, ne?